Wenn Bert der Glücksbringer dabei ist, dann kann auf der Baustelle doch eigentlich nichts schiefgehen. 90 Tage nach dem Spatenstich konnte am 7. September 2016 der erste Grundstein für den neuen Anbau des Elbland-Klinikums Riesa gelegt werden. Und das natürlich feierlich mit allen wichtigen Verantwortlichen. Vorstand Frank Ohi, Verwaltungsdirektor Peter Zeidler, Landrat Arn Steinbach oder der ärztliche Direktor Dr. Michael Deschant. Sie alle wünschen sich eine unfallfreie Baustelle und viele Patienten, die in den neuen Gebäuden des Krankenhauses wieder gesund werden. Frank Ohi denkt vor allem aber auch an die Mitarbeiter. Als ich 2013 die Vorstandsposition übernommen habe, habe ich gesagt, wir werden hier bauen. Der Glaube daran war nicht immer da von den Mitarbeitern, weil es schon lange versprochen wurde über Jahre hinweg. Und man glaubt immer erst, wenn es dann losgeht. Und deswegen ist es ganz wichtig, dass wir jetzt wirklich hier in der Baugrube stehen, dass es vorangeht, dass alle wissen, und jetzt wird es auch wirklich was. In 4 Bauphasen wird das neue Krankenhaus nun Gesicht annehmen. Dass das viele hin und her um die Frage, ob und wann das neue Krankenhaus kommen wird, auch bei der Bevölkerung die Runde gemacht hat, das weiß auch Landrat Arn Steinbach, der gleichzeitig Aufsichtsratsvorsitzender der Elbland-Kliniken ist. Ja, für mich ist es natürlich heute ein ganz positives Zeichen, ein positives Signal auch an die Riesa. Wir wissen ja schon seit Jahren, dass dieser Neubau entstehen soll. Heute ist er im Grunde Wirklichkeit. Wir haben schon die Fundamente gegossen, wir haben heute den Grundstein gelegt. Und ich bin mir sicher, dass in den nächsten Monaten, in den nächsten 2 bis 3 Jahren, das Gebäude insgesamt entstehen kann, dass es dann für die Bevölkerung zur Verfügung steht. In einem Jahr soll der Rohbau bereits abgeschlossen sein. Bei der Grundsteinlegung durfte die symbolische Zeitkapsel nicht fehlen. Sie wurde von den Verantwortlichen im Boden versenkt und zugemauert. Frank Ohi erklärt, welche Dokumente alles drin sind. Also wir haben die Baupläne dort reingelegt, wir haben eine Tageszeitung reingelegt von der Sächsischen Zeitung, wir haben die Rede vom Herrn Landrat mit reingebracht, wir haben den Fördermittelbescheid reingebracht, das nötige Kleingeld, was dazu auch notwendig ist, und das insgesamt ist dort enthalten. Und wenn es jemand mal öffnen sollte, warum auch immer, dann findet er das wieder und kann es nachvollziehen, was hier gebaut wurde und warum. Verwaltungsdirektor Peter Zeidler spricht von einem absoluten Glücksgefühl, wenn er an den Neubau denkt. Doch wird es für Patienten und Mitarbeiter während der Bauphase zu Beeinträchtigungen kommen? Also man sieht jeden Tag sehr viel, was auf dem Bau passiert. Das ist für die Beschäftigten natürlich auch ganz wichtig, dass man sieht, es gibt Fortschritte. Aber auch die Patienten verfolgen den Bau mit. Und bisher ist der Baulärm eigentlich erträglich. Die Bauschaffenden geben sich hier sehr viel Mühe, haben eine ganz ordentliche, super Baustelle, die sie hier immer täglich hinterlassen. Also wir sind auch mit den Baufirmen, die bisher tätig sind, sehr zufrieden. Jetzt gilt es aber erstmal, die Daumen zu drücken für einen unfallfreien Weiterbau.